Hi, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Doomsday. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge The Casting of Frank Stone. Wir sind jetzt stehen geblieben, als wir das Haus erkundet haben, die Villa, und dann wieder im Jahre 1980 waren und sie jetzt ein bisschen mehr recherchiert haben über Frank Stone und wo jetzt den geeigneten Ort gefunden haben, um einen Film zu drehen. Oder eine Szene, eher gesagt. Und wie das da abgeht oder was da genau passiert, das sehen wir vielleicht jetzt in der Folge. Schauen wir es uns mal an. Let's go. Woran habt ihr kleinen Knalltüten denn gearbeitet? Hallo. Interessant. Also wird sie sich auch auf den Weg machen dorthin. Höchstwahrscheinlich. Verehrte Gäste, ich präsentiere das Stahlwerk. Ja, da ist es. Seht ihr den Bach da unten? Wenn wir dem folgen, kommen wir zum geheimen Eingang. Ich sehe ihn nicht. Ist ja auch geheim. Das haben Geheimnisse so an sich. Wir müssen das nicht tun. Doch, müssen wir. Bereit? Ah, Achtung, Stolperfalle. Aber was ich nicht verstehe, wenn jetzt hier Leute draufgehen sollten, müssen sie doch in der Okay. Jetztzeit das eigentlich Hier auch lang. wissen alles. So wie komisch. Chris Bach. Finde den Eingang zum Gully. Na dann. Einatmen. Kaum zu glauben, dass wir gleich den Ort sehen, an dem Frank Stone Leute ermordet hat. Wow. Abgefahren. Okay, von hier aus gibt's zwei Wege in den Gully. Einmal leicht, einmal schwer? Sie sind beide eher mittelschwer. Dann zeig uns erstmal Mittelschwer 1. Tja, Mittelschwer 1 führt über das Tor da drüben. Von da aus kommt man geradewegs rein. Aber da kommen wir der Route meines Dads ziemlich nah. Und Mittelschwer 2? Mittelschwer 2 wäre die andere Seite zu nehmen, wo wir mehr Abstand zu meinem Dad haben. Aber das dauert auch etwas länger. Sind beide echt ziemlich mittel? Mittelmäßig. Also, wo lang? Gute Frage. Klettern oder überqueren? Wir nehmen den schwierigeren Weg. Ich halte lieber Abstand zu Gesetzeshütern. Sorry. Hey, ich will auch keine Probleme kriegen. Dann geht's jetzt los? Ja. Das klug war? Dein Dad kontrolliert das Stahlwerk echt jede Nacht? Solange ich denken kann. Früher fand ich das seltsam, aber es ist einfach sein Ding. Schade, in ich hab hier meiner eine Figur liegen. Kindheit war ein Gespräch sofort beendet, wenn jemand meinen Dad Held von Cedar Hills nannte. Er wollte doch auch kein Interview geben für die Reportage zum 10. Jahrestag. War eine coole Schlagzeile. Wie war der Titel? Der Mann, der Stone bluten ließ. Verdammt! Wäre das nicht ein guter Titel für den anderen Film? Anderer Film? Wir haben der Fantasie freien Lauf gelassen. Rumgesponnen. Cool. Vielleicht sollten wir lieber erst einen Film fertig machen. Das ist richtig. Absolut, ja. Die werden beobachtet. Nee, halt, Moment. Da wollte gerade mein Rechner neu starten. Nein, wollen wir jetzt nicht.
drücke, ja, okay. Schub's nicht, ich hab Joghurt im Rucksack. Na, hallo? Ich darf erst als letztes. Ja. Ich drücke, ja, jetzt darf ich. Na? Was sieht leichter aus, als ist es? Mal balancieren. Chris Gordon. Ein weiteres Opfer von Frank Stone. Und der Schwerkraft. Ah, hier haben wir doch was Schönes. Neues Figürchen. Finger. 5 von 12. Hätten wir bestimmt schon mehr haben können. Okay. Es hier. Mal sehen, was wir dort drin finden. Wahrscheinlich nichts Gutes. Bist du denn sicher, dass wir hier sicher sind? Ich meine nicht, dass wir in irgendeinen Lüftungsschacht voll wirbelnder Ventilatoren fallen. Das kann ich nicht versprechen, aber zumindest könntest du sehen, wie sie dich in Stücke häckseln. Danke. Gibt's eine für jeden? Ja. Was ist da drin? Naja, die Taschenlampen, mein Notizbuch, Stifte, ein paar Müsli-Riegel, 3 Regenmäntel, Erste-Hilfe-Set, Flaschenöffner, Sonnencreme, Campinggeschirr und Sonnencreme. In der Nacht. Du weißt schon, dass das nicht der Appalachian Trail ist. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Irgendjemand beobachtet die. Finde einen Weg ins Stallwerk. Okay. Sind unter dem Stahlwerk. Fast da. Hat dein Dad nie was von dieser Nacht erzählt? Nacht? Hier waren wir schon mal. Hier war? Mit Frank Stone? Nur einmal. Ich war noch klein und eben ziemlich. Warte mal, bevor wir da weitergehen. Wenn wir hier lang gehen. Ja, wir kennen den Ort hier unten. Da müsste ja hier irgendwo auch, wenn sie es nicht weggeräumt haben. Ah, die haben zugesperrt. Ach. Wer würde sowas hier lassen? Der Geist. 4 von 12. Oh Gott. Ja gut, ich denke mal nicht, dass ich alle finden werde. Was ist das denn? Ha. Hier sieht man nichts. Ich wollte eigentlich durchgucken, nicht durchklettern. Aber okay. Lass mich raten, verschlossen? Nee. Ist ja gar nicht gruselig hier.
Bin nicht so überzeugt von Lindas neuer Szene. Aber wenn ich die Regiekarte spiele, wird sie wahrscheinlich nie mehr mit mir sprechen. Ah, mein alter Schlüssel. Gusshütte. Für die Tür hier, oder was? Ich sollte zu Robert zurück. Ja, bin nicht so überzeugt von Lindas. Aber wenn ich die Regiekarte spiele, beruhigst dich. Wird sie wahrscheinlich nie mehr mit mir sprechen. Worüber? Oh, ja, stimmt. Ich war noch klein und eher ziemlich betrunken. Auch wenn er sich nicht daran erinnert. Ich wüsste gern, was er durchgemacht hat. Das verstehe ich. Er sprach nicht wie mit einem kleinen Kind. Oder wie mein Dad. Ich konnte ihn sehen, wie er wirklich ist. Er zeigte mir seine Narben. In der Nacht hat er seine Schulter geschrottet. Echt übel. Hat sich immer noch nicht ganz erholt. Wird er wohl auch nie. Verdammt. Ich wusste nicht, dass es so krass war. Er sagte, er stand Frank Stone Auge in Auge gegenüber. Genau hier im Stahlwerk. Im Ofenraum genau genommen. Oh, wow. Was hat er noch erzählt? Nur, dass er Dinge sah, die kein Mensch je sehen sollte. Oder wissen. Was bedeutet das? Immer wenn ich es ansprach, bekam er diesen Gesichtsausdruck. Und ich will ihn einfach nicht so sehen. Hm. Du klingst enttäuscht. Nein. Nein. Aber ich bin froh, dass du so ein gutes Verhältnis zu deinem Dad hast. Ich auch. Habe ich jetzt weiter. Danke. Wir wollen uns auch ein bisschen umgucken, ne? Ist das jetzt die andere Seite? Hätte sein können, dass hier noch irgendwas liegt. Hier wird doch bestimmt irgendwo was liegen. Oder auch nicht. Oh, völlig umsonst hier rein. Na gut. Kann ich nichts machen. Hä? Was? Ach, seine Mütze. Wirklich? Guck doch mal unten drunter. Geht nicht. So eine malerische Route. Was hast du nach dem Abschluss so vor? Weiß ich noch nicht so recht. Im Gegensatz zu dir. Wieso gehst du davon aus? Ist es offensichtlich. Der Film, deine Arbeit. Also gleich kannst du weiterreden. Ah, verdammt. Hätte ja was sein können. Was ich sagen wollte, ist es offensichtlich. Der Film, deine Arbeit als Regisseurin. Und du? Willst du Polizist werden wie dein Vater? Niemals. Ich stehe auch auf Filme. Deshalb wollte ich euch helfen. Vor allem Horrorstreifen. Oh. Gibt so viele Abzweigungen, aber irgendwie. So, wie schon gesagt. Oh.
Ich dachte, du magst einfach nur verfluchte Stahlwerke. Du glaubst wirklich, es ist verflucht? Du nicht? Hör schon auf. Hallo, ihr blockiert mich. Ich glaube, das ist es. Da oben. Was last chance to turn back. Die letzte Chance zurückzukehren. Oder umzukehren. Okay, nö, wir gehen hoch. Gott sei Dank. Ja, Robert, du bist ein Genie. Gute Idee. Mit dem Gully. Danke, Robert. Los, Leute. Es reicht mit dem Rumgestehe und Gequatsche. Noch eine Szene und wir sind fertig. Sieht nicht verlockend aus. Okay. Und Cut. Was sagst du dazu? Für mich passt das. Ihr wisst, was das heißt, oder? Und das war der Drehschluss für Murder Mill. Saubere Arbeit, Leute! Genau, wir brauchen noch eine Szene. Ich glaube, eine Szene fehlt uns noch, bevor der Dreh offiziell fertig ist. Was ist denn die letzte Szene? Also, Linda wollte eine Szene drehen, die unsere Geschichte mit mehr Leben füllt. Etwas mehr Leben also? Ja, damit kann ich arbeiten. Aber ihr spielt Bruder und Schwester. Bitte. Bei unserer Chemie? Glaubt uns eh keiner. Wo sollen wir denn die neue Szene drehen? Ich hab da tatsächlich schon eine Stelle im Kopf. Da oben. Oh ja. Das ist doch der Ofenraum, oder? Was meint ihr? Ich sage, wir tun's. Klingt gut. Yo. Kommst du? Ja. Yo. Bin gleich da. Habt ihr was gesehen? Nein, da war nichts. Sicher? Er wirkt etwas verstört. Was ist los? Nichts. Nichts, genau. Nur, dass Reimer einen Geist gesehen hat. Okay, ich bin nicht fünf. Ich glaube nicht an Geister. Jetzt schon. Ah, runter von mir! Runter! Runter! Erwischt. Ach, Bonnie. Nicht cool, Bonnie! Finde ich schon. Nicht cool! Was machst du denn hier? Ich gehöre zur Crew. Wir brauchen keine Hilfe. Dann hänge ich hier ab und stehe euch nicht im Weg. Geschlossenes Set. Wohl nicht. Reime! Bonnie... Ich glaube wirklich, du solltest jetzt besser Dad zu Hause helfen. Du hast doch eine Menge zu tun, weißt du, und... Und nur dafür bin ich gut? Nein, ich meine... Linda? Entspannt. Was soll's? Sie kann ruhig mitkommen. Okay, cool. Ich bin absolut unsichtbar. Tut so, als wäre ich gar nicht da. Obwohl, streicht das. Verhaltet euch, als wäre ich da, aber unsichtbar. Also ihr wisst, dass ich da bin und ihr macht keine komischen Sachen. Das wäre echt eklig, okay? Bitte. Bitte nicht. Okay, gut. Stehen wir hier bloß rum oder drehen wir einen Film? Zeit ist Geld, oder? Pass einfach auf, dass du nicht störst. Wir haben noch eine Menge zu tun und ich mag keine Ablenkungen an meinem Set. Du meinst sicher
unser Set. Finde die Tür zum Ofenraum. Oh, neues Figürchen. Ne, das ist nur... Das finde ich Blödsinn. Warum ist jedes Mal eine Kiste da, um zu sehen, wie viele man hat? Das ist doch Quatsch. Das ist echt Quatsch. Aber okay. Sei es drum. Bin eh schon an bestimmt drei Dingern vorbeigelatscht. Sieht echt merkwürdig aus. Alles okay? Nein, ja. Nur an genau dieser Stelle stand mein Dad mit Frank Stone. Ich hatte immer ein Bild davon im Kopf. Aber jetzt, wo ich es mit eigenen Augen sehe, ist es irgendwie anders. Finde einen Drehort. Da rennt doch nicht so, Leute. Da drüben ist ein Figürchen. Ich sehe es. Ich glaube, wir müssen Strom einschalten, oder? Ja, wir brauchen Strom. Rede mit Chris. Ach, den Schlüssel. Da gibt's bestimmt Strom drin. Wir machen Folgendes. Jaime, Chris, ihr startet hier. Robert und ich folgen euch. Bonnie, du bleibst im Hintergrund. Mach bitte keinen Lärm, während wir drehen. Geht klar, Boss. Ich wollte den Schlüssel. Alle bereit für die Aufnahme? Licht bereit. Ton läuft. Jaime? Chris? Bereit. Und Action. Hast du mir noch irgendwas zu sagen? Das ist deine letzte Chance. Ja, eine Sache habe ich wirklich. Tu das nicht. Ich muss aber. Nein, gar nicht. Du weißt, dass es nicht wahr. Nun, vielleicht wäre es leichter mit jemand anderem. Wen gibt's denn sonst? Das ist nicht fair. Das hat niemand gesagt. Ich hab schon Mom und Dad verloren, jetzt nicht auch noch dich. Wer ist denn jetzt unfair? Ich bin aber nicht egoistisch. Egoistisch? Ich tue das für dich. Ich tue es für unsere Eltern. Wenn ich das schaffe, könnte ich Mom und Dad vielleicht noch retten. Das ist unmöglich. Nichts ist unmöglich. Irgendetwas scheint hier nicht zu stimmen. Vertraust du mir? Ich... Vertraust du mir? Ja, natürlich! Du weißt, ich muss es tun. Und cut! Linda, das war krass! Total, genau das hat uns noch gefehlt. Was war das für ein Geräusch? Es war super, danke. Habt ihr dieses komische Ächzen ganz am Schluss gehört? Nein, aber... Keine Sorge, wir überarbeiten den Ton später noch. Wie war ich? Zustimmt. Jaime, das war perfekt. Meinst du echt? Das war alles, was wir für die Szene brauchten. Alles okay? Ja, irgendetwas scheint hier nicht zu stimmen. Okay. So klang ich aber bestimmt nicht. Ich weiß nicht. War ziemlich auf den Punkt. Sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Ich laufe auch nicht rum und mach euch Spinner nach. Wo ist Bonnie eigentlich? Du andauernd nach. Mich auch. Und mich seit neuestem auch. Welch eine Ehre. Leute, das hat Spaß gemacht.
War das wirklich okay? Ja, fast besser als manche Filme in New York. In einem ging es echt 5 Stunden um den schlafenden Kerl. Wow. Ehrlich. Bin beeindruckt. Aber mal ganz ehrlich. Was? Dachtest du echt, ich merke nicht, was du da tust? Was tue ich denn? Du spielst nur deine eigene sinnlose Interpretation des echten Lebens. Ich verstehe nicht. Dein Leben zum Wohle deiner Schwester und deiner Eltern zu opfern, kommt mir bekannt vor. Erinnert mich irgendwie an jemanden, den wir kennen. Aber, wer kann das sein? Das ist nicht fair, Bonnie. Das hat niemand gesagt. Das hier soll Spaß machen. Ich will nicht, dass jemand sich schlecht fühlt. Immerhin bin ich nicht egoistisch. Egoistisch? Jetzt komm mir bitte nicht so. Was? Willst du mir nicht erklären, wie toll es von dir ist, mit deiner Freundin diesen Film zu drehen, während ich mein ganzes Leben umwerfen musste? Für dich und Dad? Ohne dich waren wir besser dran. Okay. Hey, Bonnie, kannst du kurz mit mir rauskommen? Ich brauche mal deine Hilfe. Ja, klar. Meinetwegen. Also, ich wollte dir nur sagen, wie toll ich es fand, den Film mit dir zu drehen. Ich auch. Ich meine, mit dir, nicht auch mit mir. Du weißt schon. Ich finde, wir sollten das feiern, den Moment zelebrieren. Also, ich weiß nicht, ob ich schon bereit bin, die Korken knallen zu lassen. Aber der Film ist fertig. Er ist im Kasten. Der Dreh ist fertig, ja, aber... Wir müssen das Ganze immer noch an den Mann bringen. Okay, klar. Wir sollten diesen Ort erkunden, solange wir können. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Wenn wir noch was filmen könnten, das direkt mit Frank Stone in Verbindung steht. Zum Beispiel etwas, das er zurückgelassen hat. Davon wären die Leute sicher begeistert. Wir sollten zu dem Ort aus dem Zeitungsartikel gehen. Zur Maschinenhalle. Hey, Chris. Bereit machen der Kamera. Heilige! Was siehst du da? Etwas Gruseliges. Schwer zu beschreiben. Lass uns versuchen, etwas aufzunehmen. Oh, Mist! Was ist los? Muss an der Kurbel drehen. Moment. Okay. Drücke wiederholt fähig. Alles klar. Okay, ich film weiter. Wow. Oh. Was auch immer das war, es wird im Film richtig super aussehen. Ha. Huh. Ob uns die Tür zur Maschinenhalle führt? Finden wir es heraus. Schauen wir es uns an. Was war das? Das war frech. Ich wollte eigentlich in einen Raum betreten. Aber das habe ich wohl verkackt. Mein Dad würde mich umbringen, wenn er wüsste, wo ich gerade bin. Suche den Eingang zur Maschinenhalle. Ich dachte, der Sheriff bellt nur und beißt nicht. Nicht, wenn du sein Sohn bist. Dann tut er beides. Gut, und wie wir in die Maschinenhalle kommen, oder Maschinenhalle, das sehen wir in der nächsten Folge.
Würde mich natürlich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Und bis dahin, haut rein, euer Doomsday. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.